Ja. Ach so. Das ist schlimm. Ja. Alles klar, ne? Dann geht es ja. Also wäre durchaus einer Verbindung stünde nichts im Wege. Nein. Dann bin ich beruhigt. Dann werden wir jetzt uns dem ersten Musikgenuss des heutigen Abends hingeben. Es ist ein Stammgast in meinen Sendungen, Stefan Remmler. Wir haben ihn damals mit Trio schon gehabt, wir haben ihn solo gehabt. Er hat gerade ein Best-of-Album vorgelegt. Das sind aber nicht nur seine Hits mit Trio und alleine drauf, sondern auch seltene Live-Aufnahmen, Maxi-Versionen, sogar eine Demo-Version eines Titels, was man also auch Dinge, die man sonst nicht kennt. Und seit 10 Jahren ist er jetzt überaus erfolgreich dabei und hat jetzt etwas gemacht, was mich natürlich zutiefst rührt. Ich bin ja gelernter Schnulzier. Stefan kommt eigentlich vom Rock. Aber meine erste Platte, die meine Eltern mir schenken, das war Revolver Jim aus Texas vom Lukas Trio. Das wird ihn jetzt... Sie kennen es, ne, Frau? Das freut mich. Wir können uns nachher... Ich hab noch... Wir können Platten tauschen, ne? Ich komm nachher auf Sie zu. Und die zweite war eine Freddy-Platte. Brennend heißer Wüstensand. Ja! Das ging... Das ging sogar so weit, ich habe Freddy ja auch verschiedentlich getroffen bei Fernseharbeiten und wir haben das mal zusammen gesungen und ich konnte das Lied sogar besser als er selber, weil es ja schon her war, ehrlich war. Und Stefan Remmler wird jetzt eine ganze LP mit Freddy-Titeln machen und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn ein so hochgradiger Pop-Juwelier, wie Stefan das ist, diese alten Gemmen aufpoliert, die Freddy vor... Naja, sind ja jetzt 30 Jahren vorgelegt hat. Als Kostprobe eines der schönsten Lieder fährt ein weißes Schiff nach Hongkong. Stefan Remmler und die Schatzsucher, Hong 3 fährt ein weißes Schiff. Darf man wirklich gespannt sein?